Insanity, meine Besten. Hier ist euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX. In der letzten Folge haben wir uns die Flöte geholt und den Farbdungeon hinter uns gebracht, indem wir die rote Rüstung bekommen haben, mit der wir jetzt die doppelte Angriffskraft haben und wie mir aufgefallen ist, auch sämtliche Gegenstände, die wir mit dem Kraftarmband hochheben können, doppelt so schnell hochheben. Es war also eigentlich genau die richtige Entscheidung, um das Ganze hier etwas flotter vonstatten gehen zu lassen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich beim Wurmpalast bin. Ganz einfach, deswegen. Haha, eine Zaubermuschel. So, übrigens, fällt mir jetzt endlich ein, dass ich nochmal etwas sagen muss. Klingsor, du hast mir einige nette Kommentare geschrieben. Ich kann aber leider nicht antworten, irgendwie, keine Ahnung. Bei der Kommentarfunktion gab es immer kein Antwortfeld, was sehr seltsam war. Und auch ansonsten konnte ich nicht irgendwie auf deiner Google-Seite oder so darauf antworten. Insofern, ja, ich wollte es machen. Ich habe die Kommentare gelesen. Ich hätte sehr gerne geantwortet. Es ging aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob da die Kommentarfunktion verbuggt ist oder, keine Ahnung, ob deine Privatsphäre-Einstellungen da irgendwas, irgendwas verändert haben. Du blöder Hund, jetzt hätte man die blaue Rüstung gebrauchen können. Ja, aber wie gesagt, ja, ich hätte gern geantwortet, es ging leider nicht. Und ja, das tut mir wirklich leid. Ich antworte gerne auf jeden Kommentar, den ich kriege, in irgendeiner Art und Weise. Auf gehaltvollere Kommentare natürlich auch mit etwas mehr Gehalt als auf andere. Aber ja, leider geht es nicht immer so. Hier haben wir noch eine Fee, die wir mit dem Pegasus schon finden können. Ihr merkt also, diese Dinger sind wirklich nützlich und ich dachte, da wäre was gewesen. Nein, da unten wollen wir jetzt auch noch nicht lang. Das wusste ich. Ich wollte nur gucken, ob da im Baum vielleicht eine... Aber hier war doch eine Zaubermuschel. Jo, wenn man ihn von rechts anhaut. So. 20 Stück brauchen wir übrigens insgesamt. 26 verschiedene Zaubermuscheln gibt es in diesem Spiel. Damit haben wir schon... Ja, wenn wir noch 6 Stück finden, dann kriegen wir also eine wundervolle Belohnung. Und ja, für die von euch, die es noch nicht wissen, was es ist, seid gespannt. Es lohnt sich auf jeden Fall, nach diesen Muscheln zu suchen. Aber ja, wir wollen zur Skelettwüste. Das ist unser nächstes großes Ziel. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor ein paar Folgen gesagt habe, wir könnten jetzt hier und da durch so eine Höhle gehen, aber das lassen wir erstmal noch. Das kommt später und genau das machen wir jetzt. Also hier einmal nach Osten. Zoodorf und Zwergenbucht. So, wir wollen erstmal hinab ins Zoodorf gehen. Ah, weg. Vorbei an diesen seltsamen Fischen und jetzt sind wir auf dieser Seite der ganzen Schlose und haben diese blöden, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen, Elektro-Gegner. So, und haben jetzt eine whole new world to live in, a whole new way to see, eine ganz neue Welt zu erkunden. So, hier rechts befindet sich das Zoodorf und die heißen uns direkt willkommen. Wir wollen aber noch nicht dadurch, sondern erst nochmal hier unten lang, denn auch hier unten lassen sich wundervolle Dinge finden, unter anderem, wie wir sehen, Teile der Macht. Da links kommen wir leider noch nicht drüber, da fehlt uns ein Item. Und wenn du, guter Freund, jetzt mal hier lang gehen könntest, dann würden wir hier finden, unter Brücken, Geheimnisse, bla bla blub. Ja, unter Brücken könnten wir also was finden, unter anderem finden wir hier aber erstmal direkt daneben wieder eine Zaubermuschel. Nie verkehrt, wie gesagt, mitzunehmen. 5 Stück fehlen uns noch, ach ich liebe es, wir kriegen bald eine schöne Belohnung. Könntest du bitte weggehen? Danke. Meine Güte, diese Gegner sind... Oh, ich hasse diese Goomba-totartigen Pilzgegner. Sind, glaube ich, auch eine ganz klare Anspielung auf Super Mario, so Paragoomba-mäßig. Und werfen Bomben. Total gemein. Aber ja, gehen wir ins Zoodorf. Und, wie wir sehen, die Bewohner hier sind Tiere. An so einem Tag könnte ich ein Lied von Marien vertragen. Aha. Marien ist hier also bekannt und dies ist ein recht leeres Haus. Die Durstwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Okay, Durstwüste heißt sie, ich habe mich vertan. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Was, ein faules Walross? Na, da lass mich doch mal hin zu diesem faulen Walross, dem werde ich eins vorfaulen. Das ist... Vorfaulen klingt irgendwie, als würde man vergammeln. Ich weiß es nicht, als würde man irgendwie... Oh ja, dieser Raum, genau. Stimmt, ich bin Krokodilius. Die Nixon-Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet. Aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Okay, wichtiger Hinweis. Merken. Hau ab! So, dieses Nilpferd hat in der
Originalversion, auch nicht mehr in der europäischen Version, doch in der europäischen Version noch, ich glaube in der amerikanischen dann nicht, hat dieses Nilpferd hier Brüste. Ich glaube in einer Version hat es auch ein Handtuch dann um stattdessen und so weiter, um das zu verdecken. Hier hat es einfach, ja, keine wirklichen primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale, aber ja, eigentlich hat dieses Viech zwei richtig dicke Hupen und ist also ein Aktmodell. Warum man sich auch immer extra Nilpferd dafür nimmt, aber hey, Rubensfrauen, ne? Hey, wusstest du schon, dass Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es im Möwendorf einen Traumtempel mit einer XXXX geben soll. Oh mein Gott, irgendwas müssen wir da wohl verpasst haben, wenn es da XXX-Material gibt. Hm, ob das wohl stimmt? Ne, im Traumtempel waren wir schon in der letzten Folge. Oh, na wer bist denn du? Hm, du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wenn mir nicht da einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Hm, über Hibiskus würde ich mich schon freuen. Okay, Hibiskus, alles klar, kapiert, junge Frau. Irgendwie gibt es hier ziemlich viele Hasen in diesem Dorf. So, hier ist überhaupt nichts drin. Mysteriös kommt aber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Und was sagst du? Wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Möwendorf. Hoffentlich geht es Marien gut. Genau, da fällt mir ein, ja, warum nennen die sich Partnerstädte, wenn sie doch ganz klar Dorf heißen? Es sind Partnerdörfer. Was ist so schlimm daran? Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genau so eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Hm, ja. Die nehmen wir natürlich gerne mit und damit haben wir eine Ananas erhalten, die sehr saftig ist. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marien es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Hehehe. Hehehehehe, genau. Okay, sehen wir uns das Walrus aber vorher mal kurz an, einfach auch wenn wir jetzt natürlich wissen, dass es nichts bringt, weil uns die Tiere ganz klar gesagt haben, wir brauchen Marien dafür. Sehen wir es uns trotzdem einmal an. Eingang zur Durstwüste. Schnarch. Marien, okay, das Viech träumt sogar von Marien, warum auch immer. Ja, keine Ahnung, dieses Dorf ist einfach etwas seltsam, etwas on the quirky side of things. Aber vielleicht sollten wir erstmal diese Höhle hier untersuchen, um vielleicht ein paar Geheimnisse zu finden. Und wenn ich mich recht erinnere, genau, nee, hier kommen wir noch nicht weiter. Das kommt erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt, leider Gottes. Und dafür bräuchten wir entweder noch eine ganze Weile oder aber wir bräuchten ganz viel Rubine dafür und dann wird das alles etwas flotter gehen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, dort sehen wir so einen Teleporter, wie er ja auch in der Urunga-Steppe steht. Und deswegen sollten wir genau den nutzen, denn der bringt uns natürlich direkt bis vors Möwendorf. Und im Möwendorf sollten wir Marien finden und mit ihrer Hilfe dann hoffentlich dieses Walross aus dem Weg kriegen, damit wir in die Wüste hinein können. Das wäre echt einfach wundervoll. So. Und wie wir wissen, steht Marien natürlich immer nicht hier. Was hast du zu sagen? Marien, sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen. Diese Frauen, die am Strand sitzen und einfach leer und ohne irgendeinen Anschein von Intellekt in die Ferne gucken. Völlig apathisch. Wer kennt es nicht? Aber ja, so sind sie, diese Frauen. Ach, wie lustig das doch ist. Ja, keine Ahnung, was das sollte. Warum jetzt nur Frauen am Strand sitzen und aufs Meer schauen? Keine Ahnung. Tja, fragt mich nicht. Aber ja, suchen wir. Marine, gehen wir erstmal zu dieser Truhe hier. Ich kann einfach nicht anders, wenn... Und wir sehen hier, wie schnell wir diese Dinge aufheben. Ich kann nicht anders, wenn da so eine Truhe steht. Muss ich einfach daran. So, und hier finden wir Marien. Oh Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Okay. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, ich war ganz außer mir. Ich hielt dich für ein Zeichen der Götter. Ja,
Wenn ich eine Möwe wäre, ich würde nach weit draußen fliegen und überall für die Menschen singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo, Link. Hörst du mir überhaupt zu? Link, ich will alles über dich wissen. Was du denkst, was du fühlst, was du liebst. Was? Ich soll mit dir zum Warhaus gehen? Okay, dann lass uns losgehen. Und damit halten wir Marien in die Höhe, weil wir sie bekommen haben. Sie ist jetzt in unserem Besitz und wird in unserer Tasche verwahrt, wenn wir sie nicht auf A oder B legen. Marien kommt mit, das ist die Gelegenheit, wofür auch immer. Yay, damit haben wir also endlich einen neuen Team-Member in unserer Party. Marien ist unser White Mage und kann uns heilen, wenn wir... Nein, ist sie natürlich nicht, das hier ist nach wie vor kein Rollenspiel, sondern Zelda. Aber jetzt, wo wir Marien haben, ergeben sich ein paar recht nette Dialogoptionen hier und da. Und vor allem die Chance auf ein paar neue, wundervolle Fotos. Und ich hoffe sehr, sie alle zu finden, denn wenn ihr diese Fotos nicht jetzt mit Marien holt, könnt ihr das niemals wieder nachholen. Das ist ein großes Problem. Und ich muss sagen, ich liebe diese kleine Szene, die wir da gerade eben hatten. Ist einfach wunderschön. Und ja, etwas romantisch, etwas ruhig und so weiter. Und ja, mag ich einfach sehr gerne. Und das mit der Möwe, das kommt später nochmal wieder. Das also auf jeden Fall merken. Das erste Mal, dass wir zusammen sind, Link. Oh, und ich habe noch nie bemerkt, dass die... Das ist jetzt so eine Fotoszene und ich habe noch nie bemerkt, dass die Farbe von Links Gewand sich tatsächlich ändert, wenn man den Farbdungeon schon gemacht hat. Ich glaube, das habe ich ja bisher einfach so selten gemacht dann. Das ist ab heute unser geheimer Treffpunkt. Willst du mir etwas sagen? Ich liebe Fotos. Warum machst du nicht ein Foto, wenn wir zwei allein sind? Nenn es einfach... Wir werden so gestalkt. Ich entwickle es. Sieh es dir später an. Okay. Ja, also das war das erste kleine Foto mit Marien. Wie gesagt, und ich finde, ja, das ist das erste Mal in Zelda, dass man tatsächlich so eine tatsächliche Liebesgeschichte hat zwischen Link und einer anderen Figur. Also irgendein Spiel, wo man auch wirklich eine Chemie zwischen den beiden bemerkt. Ich meine, in Zelda 1 hat man Zelda erst am Ende gesehen. Im zweiten Teil hat sie die ganze Zeit gepennt, die Alte. Und im dritten Teil... Ja, irgendwie... Gut, hat Zelda wirklich überwiegend halt prophezeiungstechnisch und plotrelevant geredet. Und hier, ja, Marien ist die erste Love Interest von Link, die tatsächlich einfach auch mal die Zeit bekommt, um, ja, über die Beziehung von Link und ihr zu reden und diese Beziehung auch einfach für den Spieler greifbar zu machen. Also nicht nur über die Fantasie des Spielers, sondern tatsächlich auch ganz offen und klar. Und das finde ich wirklich, wirklich schön. So, springen wir aber erstmal hier runter, zusammen mit Marien. Und, oh. Hi, ich bin es, der Fotograf. Welch ein schönes Bild. Ich nenne es Kopf hoch. Oh, das tut mir leid. Habe ich dir wehgetan, Link? Ja, das Bild müssen wir uns nachher auf jeden Fall noch ansehen. Aber zunächst wollen wir noch ein anderes Foto suchen. Ich muss mal überlegen. Hey, Tierquäler, die arme Henne. Ja, das ist also auch so eine nette kleine Sache. Und ich glaube, wenn wir das jetzt oft genug machen, dann müsste sich der Text nochmal ändern. Hallo? Ah, nee, das war nicht mit der Henne. Das war nicht mit der Henne, das war was anderes. Das war das hier, glaube ich. Super, grab uns ein Loch bis zum Mittelpunkt der Erde. Ja. Eigentlich müsste sich der Text da ändern. Weil irgendwas hat sich der Text geändert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, dann war es vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Bei irgendeinem Spruch von ihr ändert sich der Text. Ich kenne aber auch nur diese beiden Sprüche eigentlich. So, aber gehen wir mal zum Wetterhahn. Und hier finden wir die... Oh, der sieht so niedlich aus, dieser Wetterhahn. Der ist so lustig und dick und rund und guckt einen so apathisch an mit seinen Augen. Hey, Marien und Linke, macht ihr Fotos. Fotografiert hier jeden, den ihr trefft. Mich bitte auch. So, anstatt eines schönen romantischen kleinen Fotos, kriegen wir also eins mit Papa Tarin dabei. Okay, das war's. Ich gehe jetzt heim.
Ja, okay, das war's. Ich gehe jetzt heim. Voll der Arsch. Aber, ja. So, das waren soweit die niedlichen kleinen Fotos mit Marien, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich hoffe sehr, dass es das war. Oh, die Hühner können wir auch... Ah, nee, genau, da fällt mir ein. Danke an Exorion. Du hast mir etwas gesagt, was ich noch nicht weiß. Nämlich, dass wenn wir mit Marien noch hier runtergehen in die Spielhalle, dass wir dann noch eine lustige kleine Extraszene kriegen. Scheinbar. Ey, Superling, kann ich es auch mal versuchen? Jo. Mit den A und B-Knöpfen bewegst du den Kran, der Rest ist Timing. Geh vor die Knöpfe. Viel Erfolg. So, wir zahlen also für unsere kleine Freundin da. So, mal schauen, was sie kriegt. Ich kenne diese Szene jetzt echt noch nicht, das wusste ich bisher. Oh Gott, Marien, bist du... Ah, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Oh, wie lustig. Wie geil. Okay, das ist wirklich cool. Ja, Exorion, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Bin echt froh, dass ich das jetzt zeigen konnte. Hätte ich ohne dich nicht gekonnt. Von wegen versuchen. Du bist ja ein Profi. Profis brauchen wir hier nicht. Oh Gott. Profis brauchen wir hier nicht. Ja, das erinnert mich an einige andere Spiele. Vor allem an Majora's Mask, aber da werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt hinkommen. Hey, Moment, ist das... Warte mal. Profis brauchen wir nicht, kommt hier vor. Und in Majora's Mask. Heißt das also, dass dieser Spruch in Majora's Mask vielleicht hierher kommt? Oh, wie geil, ich liebe es. Dieses Spiel hat so viel getan für die beiden Nachfolger und auch danach, also generell für die ganze Serie, hat dieses Spiel so dermaßen viel getan. Es ist doch echt nicht mehr zu fassen. So, aber ja, gehen wir nochmal mit Marien in den Teleporter hinein und dadurch bis zum Zoodorf. Und hauen wir endlich dieses blöde alte Walross aus dem Weg, das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und ich sollte echt später noch daran denken, euch dieses eine Foto zu zeigen. Aber wisst ihr was, ich werde das jetzt einmal kurz hier einblenden, das Foto, dann wissen wir, wie es aussieht. Es ist wirklich witzig, oder? Ah ja, dieses Spiel hat so viel Humor. Es ist einfach wundervoll. Das ist also das Walross. Sollen wir es ein wenig erschrecken? Ich frage mich immer noch, warum es jetzt umfällt. Vor Erschöpfung, weil es so fett ist und sich sonst nie bewegt? Oder... Und was sind das immer für Geräusche? Sind das Brunftschreie? Also irgendwie... Verstehe ich dieses Walross nie so ganz. Haha, der hat sich jetzt aber erschrocken. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen? Oh, diese Karnickel. Okay, dann gehe ich jetzt mit ihm ins Zoodorf. Komm doch später nach, Link. Ja, wisst ihr was, wir gehen jetzt noch einmal dahin, um die Folge dort im Zoodorf zu beenden. Denn wenn ihr bisher nicht die Ballade vom Windfisch erlernt habt, hier ist für euch der Ort, an dem ihr das trotzdem noch nachholen könnt. Und ja, meine Besten, ich würde in dem Sinne sagen, oh, wir haben diesen Bären noch gar nicht getroffen. Er scheint durch Mariens Lied in Trance zu sein. Und diesen Geier. Ebenfalls in Trance. Also ja, Marien scheint ja wirklich so eine Art magische Kraft zu haben mit ihrer Schlimme. Aber ja, meine Besten, ich denke, das reicht für eine Folge. Es ist ein super Punkt, um das Ganze zu beenden. Wir haben einiges geschafft, haben ein schönes kleines Abenteuer mit Marien erlebt, die Beziehung zwischen ihr und Link etwas gefestigt, könnte man sagen, haben das Zoodorf gefunden und uns den Weg zur Durstwüste geöffnet. Ja, also ich würde sagen, meine Besten, ich bin Marc, ich hoffe sehr, diese Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening DX hat euch gefallen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.